Heute sprechen wir über eine Augencreme und nämlich die von Face Theory, die Okuwake Eye Cream. Und wie ich die gefunden habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich möchte mit euch heute mal die Face Theory Creme angucken, die Okuwake Eye Cream. Und mal kurz zu mir. Also das Thema Augencreme habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr in meiner regelmäßigen Pflege dran. Ich arbeite halt in meinem Gesicht mit hochwertigen Serien, mit hochwertigen Ölen. Und wenn man sich da zum Teil diese Augencremes anguckt, ist es tatsächlich so, da ist stellenweise so viel Mist drin oder die Cremes an sich taugen halt einfach nicht viel oder da ist Alkohol drin oder so. Und das sind halt Inhaltsstoffe, die möchtest du halt nicht in der Nähe vom Auge haben. Und wenn ich mich dann besser im Gesicht pflege und gerade um die Augen halt nicht so. Also Augencreme ist etwas, das kann man weglassen. Jetzt wurde ich aber hin und wieder mal gefragt zum Thema Augencreme und die hat mich eigentlich echt auch interessiert. Ich habe eine fettige Haut in dem Bereich, also so typische Mischhaut-Typ, T-Zone. Hier ist es ein bisschen trocken, um die Augen geht's. Also es ist bei mir auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt Fältchen habe. Ich bin 41, aber ich habe Bekannte, das sieht schon ein bisschen anders aus. Also die haben viel Stress, die sind freien Radikalen ausgesetzt und dann ist die Haut auch so, dass sie eben eher in Richtung trockener geht. Und dann hast du schon relativ schnell Fältchen um die Augen. Diese Creme soll auch bei Tränensäcken helfen. Ich habe jetzt keinen Vorher-Nachher-Effekt, aber ich habe schon so ein bisschen so eine... Es sah manchmal aus, wie als hätte ich hier einen blauen Fleck, so. Einen blauen Fleck, der am Abheilen ist, wenn er schon so grünlich wird. Und das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Also da hat diese Creme tatsächlich was gebracht. Also sie hat eine leichte, aufhellende Wirkung, aber subtil. Nicht, dass du jetzt denkst, du bist jetzt mega hell dann unter den Augen, das auch nicht. Aber das ist so eine Sache, die mir unwahrscheinlich schnell aufgefallen ist. Das sah bei mir immer so ein bisschen aus, besonders am Abend, wie als hätte ich hier halt blaue Flecke, aber ganz, ganz leicht, die am Abheilen sind, die nur noch so ganz leicht durchschimmern. Und das habe ich halt echt schon ewig nicht mehr gehabt. Gleichzeitig ist hier halt Urea drin. Für Leute, die halt wirklich trockene Haut haben, ist das halt wirklich eine richtig großartige Sache. Bei meiner Haut war es jetzt so, dass ich schon gemerkt habe, dass die Haut sich wie aufgepolstert angefühlt hat. Ja? Also diese Wirkstoffe, die wir hier drin haben, die haben tatsächlich was gemacht. Ne? Also die Haut war beruhigender, war nicht mehr so gestresst, wenn ich selber geschminkt bin, ist es bei mir meistens immer so, dass ich, ja, also ich habe so Stoffpads und schmink mich damit ab und diese Partie hier ist bei mir halt schon so ein bisschen empfindlich, also sie wird schnell rot und brennt dann so ein bisschen und da habe ich schon auch das Gefühl gehabt, dass das die Augencreme so ein bisschen weggenommen hat, ne? Also das hat sich dann danach wesentlich besser angefühlt. Mit 18,99 € überlegt man sich das natürlich. Ne? Also das ist natürlich schon ein bisschen ein hochpreisigerer Preis, aber es sind halt eben 30 Milliliter. Was ich nicht so mag, habe ich jetzt gerade auf der Hand, das ist, wenn man die Tube irgendwie zu lange in der Hand hat oder wenn man falsch drauf drückt, was ich ja schon gesagt habe, macht das am Anfang bitte gar nicht, weil da kommt richtig viel raus. Es drückt halt doch unwahrscheinlich viel aus der Tube raus. Der Spender ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ungeschickt. Man hat immer ein bisschen zu viel gleich aus der Tube draußen. Also bei so Augencremes ist es wirklich sinnvoller, wenn man da wirklich so ein Röhrchen reinmacht. So wie es an den meisten Augencremes eben ist, damit man das einfach ein bisschen feiner auf die Haut auftragen kann. Weil das hier ist schon wieder zu viel und das ist auch schon die zweite Portion, die es mir hier rausdrückt, weil ich einfach ein bisschen zu viel mit der Tube rumspiele. Aber generell macht man das ja auch nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wenn die Tube so bei mir im Badezimmer liegt, dass
da auch ein bisschen was rausläuft. Also an der Verpackung muss tatsächlich noch ein bisschen gefeilt werden. Ich blende euch jetzt mal die Inhaltsstoffe ein. Die sind nämlich richtig geil. Und Urea ist da an oberster Stelle. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in Pflege Geld zu investieren. Und ich muss an der Stelle echt sagen, entweder eine richtig gute Augencreme, wie die hier, weil die ist einfach gigantisch. Ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich weniger Tränensäcke habe und weniger Fältchen, weil die Fältchen hatte ich vorher schon nicht. Es ist so ein reines Gefühlsding. Und wie gesagt, ich habe auch so im Innenwinkel immer so eine blaue Verfärbung. Und das hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen gelegt. Ne? Also kein Weltwunder in dem Sinn, aber es hat sich auf jeden Fall gelegt. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand eben in dem Bereich einfach ein bisschen trockener ist, wenn er zum Beispiel regelmäßig geschminkt ist und so, da ist die halt schon eine richtig tolle Investition. Und man darf halt einfach nicht vergessen, B-Siri ist vegan. Das ist halt richtig toll. Vegan, duftstofffrei. Sie machen so viel vor, was andere Unternehmen einfach total missachten. Und denkt bitte daran, Duftstoffe gehören nicht in Kosmetik rein. Wenn da Duftstoffe drin sind, hat das sensorische Wirkungen oder der Hersteller möchte den Eigengeruch von seinem Produkt überdecken. Dieses Produkt riecht jetzt meiner Meinung nach gar nicht. Aber manche Produkte von Face Theory riechen tatsächlich ein bisschen säuerlich, was eben an der Milchsäure liegt, die manchmal im Produkt mit verarbeitet ist. Face Theory ist eine englische Marke, aber ich hatte bis dato einfach noch gar keine Probleme, was die Bestellung betrifft. Also da arbeiten die unwahrscheinlich gut mit Deutschland zusammen und da gibt es halt auch einen festen Kundenstamm inzwischen und immer mehr Leute verwenden die Sachen, was ich auch richtig gut finde. Auch die Entwicklung, die hinter Face Theory steckt, finde ich auch unwahrscheinlich toll. So achten sie eben darauf, so nachhaltig wie möglich zu sein. Die meisten Produkte sind jetzt in Glas mit Aluminiumdeckel. Und das hier ist ja eine Aluminiumdose. Und auch hier sei gesagt, das ist zwar ein wirklich, wirklich einfacher Trick. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder was raus. Es ist ganz wichtig, wenn das Produkt hier leer ist, mach den Deckel runter. Weil bei so Mülltrennungsanlagen ist es wirklich ein Problem, wenn du da zwei Materialien aneinander lässt, können die das zum Teil nicht ausfiltern. Also immer den Deckel abdrehen. Ich erwische mich heute noch, wie ich an Tuben den Deckel dran lasse oder an Tetrapacks den Deckel drauf lasse. Soll man bei allem den Deckel runter machen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Gerade wenn man daran interessiert ist, dass solche Materialien eben wieder in den Kreislauf kommen. Kennst du dieses Produkt? Hast du andere Erfahrungen gemacht? Was mich interessieren würde, falls du jemand bist, der eben ein bisschen trockener um die Augenpartie ist, der das Produkt auch ausprobiert hat, schreib mir doch unten in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat, weil das wird mich schon auch interessieren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.